Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Von Michael. Hallo liebes Modern Koi Team. Ich habe Anfang letzten Jahres für euren Blog. Ich bin Anfang letzten Jahres über euren Blog gestolpert, weil ich mir einen Schwimmteich bauen möchte. Irgendwann mal. Und mich im Internet zum Thema Filterung schlau gemacht habe. Irgendwie bin ich dabei hängen geblieben und verfolge eure Blogs seitdem. Ab und zu habt ihr Teiche mit Scheiben drin, was mich auch interessiert. Als ich im heutigen Blog 4807 wieder einen solchen Teich vorgestellt habe, habe ich mich entschlossen, mal folgende Frage zu stellen. Wie verhält es sich mit solchen Scheiben im Winter? Eisdruck ist ja nicht zu unterschätzen. Muss das Wasser so warm gehalten werden, dass es nicht einfriert? Lässt man Koi-Teiche überhaupt zufrieren? Oder kann man einen Teich mit so einer Scheibe auch zufrieren lassen, ohne dass diese bricht? Friert dann das Wasser im Bereich der Scheibe ganz ein, sodass im Teich ein Eisblock hinter der Scheibe entsteht? Über eine Antwort würde ich mich freuen. Gruß, Michael. Micha, sehe aus wie ein Eisbär oder was? Also es ist statisch ganz einfach, wenn dein Teich überall senkrechte Wände hat und du hast da irgendwo eine Scheibe, ja, und es gefriert und das Eis dehnt sich aus, dann besteht natürlich tendenziell die Gefahr, dass der Eisdruck deine Scheibe bersten lässt. Hast du aber sonst deine Scheibe senkrecht und sonst leicht abgeschrägte Wände, dann drückst die Eisplatte natürlich hoch, dann passiert da nichts. Aber um dem allen vorzubeugen, Koi-Teiche lässt man idealerweise nicht eingefrieren, weil die Koi-Teiche ja keinen normalen Fischbesatz haben, wo das dann alles auch mit irgendwelchem Licht, was durch die Eisschicht hindurchgeht, irgendwelche Algen, die dann aus dem, was die Fische CO2 abatmen, Sauerstoff basteln. Wir haben mal einen zugefrorenen Koi-Teich gehabt, der hat hervorragende Sauerstoffwerte gehabt, da waren aber auch in Relation nicht ganz so viele Fische drin. Aber jemand, der das Koi-Hobby seriös betreibt, und da würden wir dich bitten, dass du das dann so handhabst, lassen einfach nicht zugefrieren. Die Scheiben sind geil, man muss sie ständig putzen. Ich bin nicht der ganz große Freund davon, darum habe ich gerade auch gesagt, die sind geil. Du hast dich gerade gewundert. Es sieht gut aus, muss man ja sagen. Es sieht gut aus, macht aber einen Arsch voll Arbeit. Genau. Das ist so. Und der Witz ist, die ersten 4 Wochen, die ersten 8 Wochen, bis das System biologisch mal richtig aktiv ist, denkt ihr alle, oh, was der erzählt hat. Guck mal, Hannelore, ich sehe die Fische immer frei. Frag mich mal, wann ich das letzte Mal sauber gemacht habe. Nein, nicht vor einer Woche, vor 2 Wochen. So unheimlich. Das kehrt sich aber sehr schnell um. Und dann irgendwann sind überall diese kleinen Algensporen, die Bakterien, alles. Und dann kann man, ich will nicht übertreiben, aber je nachdem, an welcher Seite die Scheibe ist, kann man bald täglich Kalk nicht zu vergessen. Kalk, wo es drüber geht. Also. Ich bin kein Freund davon, aber frisch geputzt und mit den richtigen Fischen, also nicht diese Wasserbauchschweine, sondern die mit den muskulösen Körpern, wo schön so, mit denen ist das schön, weil es gibt auch viele Fische, die sind von der Seite einfach nur esslich. Koi sind für die Draufsicht gezüchtet. Aber egal, die Frage zu deinem Wassereisdruck haben wir dir beantwortet. Wenn du es natürlich alles senkrecht machst, wird sie kaputt gehen beim Zugefrieren, aber Koi-Teiche lässt man nicht zugefrieren, von daher ist es eigentlich hinfällig. Bis dann, danke und tschüss. Ciao.